Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Weiter geht's mit diesem wunderbaren Spiel, heute mit der Prinzessin Peach. Ja, heute ist die Prinzessin dran. Und hier wartet noch der Abzeichentest. Falsche Mütze 1. Hier war übrigens Secret, Captain Toad, gibt einem 50 Blumenmünzen. Und dieser ganze Bereich ist an einen Secret Exit gekoppelt. Wenn man den nicht findet, kriegt man diese ganzen Level nicht. Also findet bitte den Secret Exit. Wenn ich weiß, wo der ist, schaut sich am besten den letzten Part an. So, Abzeichentest. Warum ist die Plauderblume jetzt rot? Bist du rot, weil du verliebt bist? Oder weil du sauer bist, dass ich so schlecht spiele? Ich weiß es nicht. So. Du kannst es. Der legendäre Spruch von der Plauderblume. Oh nee, hier gibt es ja auch lila Coins. Ich voll vergessen. Ja, die ist aber nicht so schwer. Übrigens, wenn man stirbt, die bleiben eingesammelt. Weiter so. Bleiben tatsächlich eingesammelt. Unlike die Star Coins. Bei denen war es ja nicht so. Check den Point. Hui. Peach mit Mütze. Kann die nicht die Krone irgendwie zum Ballon machen? Ich weiß nicht. Peach mit Mütze wirkt ein bisschen komisch. Beeindruckend. Ich habe es gerade so hier rüber geschafft. Das war wirklich nicht gut. Aber danke. Dass wenigstens die Blume an mich glaubt, I guess. Guck, ich krieg nicht mehr die Münzen. So kacki spiele ich. Okay. Echt? Dann Anlauf und... Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch nur eine Coin. Aber die war direkt oben bei der Fahnenstange. Cool. War nicht wirklich schwer. Wenn ich das im First Try schaffe, kann es nicht schwer sein. Geht einfach nicht. Bup, bup. Tata. Was ist das denn, ne? Tata. Ja, aber diese Abzeichentests, da gibt es so mehrere von und die werden richtig schwierig später. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich mache ja eh alles. 100% von daher, ja. Go for it. Und ja, der Secret Exit. Ich habe es nicht vergessen. Ich will das mit Yoshi machen. Wenn Yoshi irgendwann dran ist. Hast du jetzt noch was? Ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ein Aufsteller vielleicht. Toll. Den haben wir schon. Nee. Betrug. Ich will mein Geld zurück. Na, ja, immerhin. Immerhin was Neues. Komm jederzeit gern wieder. Ich will nämlich dein Geld. Okay. Was haben wir hier Schönes? Was soll nicht das Schloss? Ist irgendwas anderes Tolles. Und ich weiß, was das ist. Es ist das Wigglerrennen. In dem Spiel ist es nicht der schnelle Cooper. Aus Mario 64 hier ist es Wiggler. Wigglerrennen über Stock und Stein. Das Blöde ist, wir haben noch kein Abzeichen, was unsere Geschwindigkeit erhöht. Später gibt es sowas. Wigglerrennen, jo. Ich glaube, wir haben ein Problem. So ernsthaft. Wenn man hier irgendwie noch drei lila Münzen finden muss. Ripperino. Ja, ich bin schneller als du, Wiggler. Du bist hier der Champion? Du bist ein Niemand. Ein absoluter Loser. Wupp, wupp. Flop, flop. Ich dachte, er macht jetzt so die Fässer kaputt oder so. Oh Gott. War es gut, dass ich da lang gegangen bin? Weiß ich nicht. Oh, der muss umkehren. Guck, wie schlecht der ist. Und ich will eigentlich nicht die, die durch die Level sprintet. Sowas finde ich eigentlich richtig kacke. Oh, warum ist der jetzt schon wieder da? Cheater Rubberband Effekt. Mario 64. Mario Kart 64 mache ich. Oh nee, jetzt habe ich da oben nicht den Sprint genommen. Hier auch nicht. Gewinnt er jetzt? Gewinnt er jetzt? Gewinnt er jetzt? Er gewinnt, ne? Leute, er gewinnt. Ha! For the finish. I'm the best. Und du bist ein Loser. Wiggler. Was ein Loser. Komischerweise rastet Wiggler nicht aus, wenn er verliert. Normalerweise Wiggler, wenn er verliert oder getroffen wird in Mario Kart oder auch in Mario Jump'n'Runs, wenn er ein Boss ist, raged er immer, wird rot. Dieser Wiggler nicht. Der hat seine Rollschuhe. Der ist glücklich.
großartig, wir haben Wigglerrennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisches Superpilzabzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Ja, cooles Abzeichen, wenn man immer halt keine Power-Ups mehr hat. Splendid. Nee, will ich nicht verwenden, das ist doof. Ich bin ja noch groß. Das Schloss. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Königssamen, ey. Wie gesagt, ich frage mich, wer einen Königssamen von Bowser bekommen hat, dass Bowser Jr. entstanden ist. Oh, das wäre eine andere Geschichte. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihren schändlichen Zweck verwenden. Jawohl, bei ihren Gärtner oder Unkrautvernichter. Ganz ehrlich. Ah, das war schwere Level. Let's do it, Leute. Ich muss es eh irgendwann machen, aber ich habe hier echt ein bisschen Schiss. Galopterus Stampede ist echt schwer. Der Level macht mir Angst. Okay. Zusammenreißen, Girl. Wunderblume einsammeln jetzt. Let's go. Der ist echt schwer, der Level. Oh, shit. Aber hier geht's jetzt ab. Okay. Okay, die springen, okay. P-Switch nicht bekommen. Hoffentlich nicht allzu schlimm. Ich weiß nicht mehr. Ach, die verletzen mich. Mhm. Gut, da war die erste Coin, merke ich mir. P-Switch nicht bekommen. Ja, klappt gut, ne? Der Level klappt gut. Aber hey. Nein! Warte auf mich! Oh, Powerblock, okay. Alles kaputt. Ach so, jetzt steigt auf einmal Woher sollte ich wissen, dass jetzt Gift... So, haben wir einen. Der automatischen Superpilz. So funktioniert das. Ganz lustig. Und so. Oh Gott. Gut, dass die Coins gespeichert bleiben. Ich habe aber erst eine. Oh Gott. Ja, das ist halt echt... Aber der Level hat es wirklich in sich. Ich weiß sogar nicht, warum der in Welt 1 ist. Für einen der schwersten Level des Spiels tatsächlich ist. Behaupte ich jetzt mal frech. Der hat es wirklich in sich. So, was bringt das jetzt? Nichts, ne? Nur Geld. Damit man nicht so schnell Game Over geht. Oh nein! Boah, die Coin ist so assi, ey. Das glaubt ihr nicht. Ich finde die richtig assi, die Coin. Gut, die haben wir eben schon bekommen. Gut, den Pilz reden wir nicht drüber. Jetzt weiter. Der P-Switch hat mich blockiert. Top 10 Anime-Betrayals. Oh Gott. Wie schwer ist das denn? Oh shit, Leute. Ich gehe hier Game Over, wenn es so weitergeht. Okay, wo war die erste Coin? Da muss man irgendwie auf diese Schnecken abspringen. Ich hab's mir gemerkt. Boah. Sag mal so, mit Power-Ups ist das easy. Dann kann man halt immer durchtanken. Aber ich hab halt nur hier diesen blöden Pilz. Denn der Pilz, der will's. So, hier war das. Ha! Jetzt hab ich's mir gemerkt. Weg mit dem Scheiß. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Alles doof. Guck mal, jetzt. Jetzt, Leute. Dritter Versuch, der wird's jetzt. Der wird's jetzt. Oh, shit. Oh, shit. Ist okay. Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch. Oh. Oh, mein Gott! Und hier wollte ich Elefanten, ne? Wollte mir erzählen, hier wollte ich Elefanten. Muss ich halt nochmal in Level 1 zurückkehren. Mir Elefanten holen. Was? Warum kommst du denn von hier? Ja, von wo soll ich sonst kommen? Ja, von dem Weg mit den Elefanten wahrscheinlich. Ich mach das gleich nochmal mit den Elefanten. Ich will euch zeigen, was da ist. Stimmt, ich höre jetzt nur im Wirbler. Gucken, ob das so von... Den Block hätte man nur gesehen, wenn man Daisy gehabt hätte. Hilft mir der Daisy-Block vielleicht? Nicht wirklich, ne? Ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Das wäre oberpeinlich.
reden wir nicht drüber. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich das bekommen soll. Hätte ich wahrscheinlich direkt auf Schnecke gemusst. Ja, wie gesagt, der Level war schwer. Ich hole Elefanten. Wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle. Bis gleich. Yay! Ein Secret Exit hat das nicht, oder? Doch, das muss ein Secret Exit haben, Leute. Weil hier geht's ja gar nicht weiter. Kann man mal überprüfen? Weil hier steht immer ein Blumensymbol, ne? Hier nicht. Weil hier gibt's ja noch ein Secret Exit. Ja, und hier gibt's auch einen. Hey, was soll denn hier ein Secret Exit sein? Wir werden es herausfinden. Aber erstmal hole ich die Elefanten. Mit den Elefanten im Gepäck geht's jetzt zurück zu meinem Nemesis-Level. Oh, der ist echt, der ist wirklich schwer. Die 4 Sterne verdient. 5 ist maximal. Ja, und Peach als Elefant, reden wir nicht drüber. Bowser steht ja auf Kurven. Gab es irgendwie so einen YouTube-Short oder so von Nintendo, wo Bowser es cool findet, wenn Peach ein Elefant ist. Reden wir nicht drüber. Ah, jetzt habe ich natürlich das, ja, das falsche Abzeichen, ist egal. Who cares? Okay. Ich habe tatsächlich vergessen, wo die letzte Coin ist. Ich hasse mich dafür. Aber irgendwie will ich auch jetzt erstmal den Secret Weg schaffen. Vielleicht finde ich die Coin. Vielleicht auch nicht. We will see. Die Elefanten verliere ich. Ich habe halt extra nur einen gepackt. Das habe ich extra so gemacht, ist ja klar. Und alles zerschmettern und zack. Ich meine aber jetzt hier die Pau. Was soll man das denn schaffen? Oh mein Gott. Immerhin haben wir jetzt, ach guck, immerhin haben wir jetzt die Powerblock-Streak. Ist auch schon mal was wert. Nein! Sie ist nicht richtig gesprungen. Oh Gott, Leute, dieser Level, der breakt mich so hart, ne? Ja, immerhin ist die Coin eingesammelt. Dieser Level ist so schwer. What the actual? Der Witz ist, das ist nicht der längste Level. Aber der breakt mich komplett. Sie ist halt jetzt nicht hoch genug gesprungen. Habe ich aus Versehen wahrscheinlich Short Hop gemacht. Abgesehen davon lief das richtig gut, finde ich. Es lief richtig gut, abgesehen davon. Guck mal, so ist das gewollt. So da abspringst. Na gut. Das ist definitiv nicht so gewollt. So. Zack. Mann, wieder bin ich mal blockiert. Dieser Arsch. Wie soll man das schaffen? Seriously, das finde ich ein bisschen assi. Da kommst du einfach nicht hoch genug, um da irgendwie auszuweichen, finde ich. Na, geht doch. Oh Gott, dieser Level. Bitte nicht steigen. Danke. So, Ele Tuff Tuff. Und jetzt. Bitte Secret Exit. Das sieht noch Secret Exit aus. Toll gemacht. Süß. Und der Flagpole. Das heißt, diesen Level werde ich nie wieder spielen. Hey, der war eigentlich cool, der Level, aber. Boah. Ihr müsst wissen. Wenn ich das privat spielen würde, hochkonzentriert, nicht nebenbei noch irgendwie quatschen würde und mich selber ablenken würde, dann sähe das wahrscheinlich anders aus. Aber wenn du nebenbei noch irgendwie unterhalten musst, boah, das ist schon knifflig. Vor da oben weiter machen wir erstmal das. Denn hier gibt es ein neues Abzeichen und das hätte ich gerne. Abzeichentest Klimmsprung 1. Sagt ihr natürlich, ja, du hast den Klimmsprung ja noch nicht. Den kriegt man aber, wenn man es geschafft hat. Können sich hier so festhalten. Du kannst das. Du schaffst das. Ja, kann man sich da so hochcheaten. Eigentlich ganz nett. Aber es gibt bessere Abzeichen, ne? Ist klar. Aber ist ganz lustig. Nicht das Schlechteste. Problem ist, manche Level sind nicht auf den Klimmsprung ausgelegt. Was bedeutet das? Dass manche Level damit gar nicht gehen. Zum Beispiel ein Level aus der Eiswelt, wo man im Rhythmus was machen muss. Geht nicht. Mit dem Klimmsprung. Weil du einfach zu viel Zeit verlierst.
Tief durchatmen, du schaffst das. Ja, du hast auch deinen Spaß, ne? Was macht die Plauderblume da? Oh, wie gemein. Ey, Plauderblume, du hast mich weggeboxt. Bist du wenigstens stolz drauf, dass du die Prinzessin Peach weggeboxt hast? Du schaffst das. Ja, tatsächlich. Ich hab's geschafft. Nur weil du an mich geglaubt hast. Das ist ja auch voll motivierend für Kinder. Weil bei Hotel Mario, mein erstes Mario-Spiel, da hat niemand gesagt, du schaffst das, du kannst das. Es war einfach nur sau schwer an manchen Stellen. Da hätte ich das auch gebraucht. Habe ich gar nicht gemerkt, dass es noch fehlt. Ja, komm, das machen wir mal richtig mit Anlauf. Beeindruckend, ja, voll beeindruckend, wie ich hier nicht hochkomme. Ich hab dich echt lieb, ne, aber ich spüre einen leichten Sarkasmus bei dir. Oh, so ein Mist. Guck, und in den Level eben, da wäre auch Yoshi oder so nicht gut gewesen. Weil die schweren Level bei Mario Wonder sind halt mit Abgründen oder mit Instant Death. Von daher, die Leute, die sagen, oh, Yoshi ist voll overpowered und Mopsy, ist eigentlich Quatsch, weil die schweren Level, da hilft ja auch kein Yoshi, okay? Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Von wem? Von der Plauderblume? Aber wer hat uns das geschenkt? Da war kein Poplin. Das war die Plauderblume. Du kannst das. Du schaffst das. Soll ich es anlegen? Ja, mach mal. Ein bisschen durchswitchen. Abwechslung. Bäb, bäb. Ist ja nicht drin, ne? Es bleibt ein Geheimnis. Wir machen erstmal das. Elastis im Zwielichtwald. Hier kommen, glaube ich, noch 3 Level oder so. Alle nur erreichbar durch den Secret Exit. Heftig, oder? Wie viele Level der Secret Exit lockt, sag ich mal. Ja, und das ist natürlich ein Anspiel an Donkey Kong Country Returns. Hier mit den Silhouetten-Level gab es bei Donkey Kong Country Returns erstmal. So ein schöner Sonnenuntergang. Hat schon was, ne? Ich bin Elefant. Elefanten-Peach. Hä, wie kommt man denn da hin? Bin ich dumm, Leute? Just no comment. Manche Dinge sollte man einfach nicht kommentieren. Oh, was geht da ab? Flup! Ah, Coins. Was ist das für ein neuer Gegner? Toll. Ausgezeichnet. Das erinnert irgendwie an Sonic Colors. Good. Great. Amazing. Outstanding. Nee. Good, great, awesome. Outstanding, amazing. So ging das. Auch diese Sprüche. Die kommen eigentlich aus Sonic. Ja. Oh, das geht tatsächlich kaputt. Lol. Dauert ja ewig. Oh, nee. Dauert nicht ewig. Kann jetzt durch. Beeil dich bitte, Elefanten Peach. Verfand ist das irgendwie despawn. Und wie war ein Tag so? Ja, ich bin aufgestanden, habe mich gestylt. Ich habe ein bisschen Musik gehört nebenbei. Bisschen was gegessen. Und das war's. Und jetzt spiele ich Mario Wonder. Ist noch nicht viel passiert, ne? Und wie war dein Tag so? Oh, aber schön, dass die blau leuchten. Wow. Was so eine Ranke. Okay. Erst eine Coin. Aha. Der Level ist cool. Auch wenn ich ihn nicht ganz blicke. Oh. Hier eine neue Fähigkeit. Ja, und nun? Soll man da denn hinkommen?
Ich meine, ich kann jetzt den hier machen, probably. Nee, kann ich nicht mehr machen. Hä, wie kommt man da hin? Seriously? Oh. Clever gemacht. Also, ich finde die Donkey Kong Silhouetten-Level schöner. Aber hier machen sie die Verstecke irgendwie besser, finde ich, als bei DK. Und ich vermisse die leuchtende rote Krawatte. Die hat ein bisschen was gebracht. Weil Donkey Kongs Krawatte leuchtet. In diesen Leveln. Kann man sagen. Warum wackelt das da? Achso, das ist ein Trampoline, okay. Trampoline, hier. Gott, guck mal, viel Spaß die haben. Ja, Bowser hat uns immer verboten, Spaß zu haben, aber jetzt ignorieren wir alles, ey. Du fühlst dich wohl ganz cool, wa? Stirb. Du hast nämlich die Wunderblume. Ob ich auch mal so groß werde? Fruchtzwerge? Ich bin groß geworden. Was ist denn mit dir passiert? Oh Gott. Flup. Guck mal, gehen sogar die Bäume hinter unten nach unten. Ja, das Kleid ist XXL-Größe, ne, von Peach. Seht ihr das? Kommen Sachen runter. Müssen das also öfter machen, um alles zu finden. Voll in die Musik. Wie verrückt ist diese Musik? Die erinnert mich so ein bisschen an Paper Mario. Wenn was Komisches passiert in einem Paper Mario-Spiel. Du bist ja geschrumpft. Bin man noch größer als normal. Also. Soll ich noch sagen, wäre ich vorsichtig. Ich wäre immer noch größer als normal, ne? Normale Peach ist ja viel kleiner als. Ja, ich. Oh Gott, die fallen die alle runter. Na kommt. Rennt in neuer Verderben. Okay. Cool. Ich glaube, in dem Level, da ich ja. Oh Gott. Da ich ja nie rushe, werde ich wahrscheinlich alles finden. Ich glaube, wer hier zuvor eilig ist, wird Sachen übersehen, weil du öfter den machen musst. Oh nein. Goomba! Das erste Mal, dass ich Angst vor dir habe, weil du so unberechenbar wirkst. Der neuen Gestalt. Manche Wunderblumen-Effekte waren, glaube ich, auch auf Zeit. Der hier aber zum Glück nicht. Kriegt man auch ziemlich viele lila Münzen, kann das sein? Ich frage mich, oh, die machen das bestimmt so. Ja, da ist der Wundersamen. Schön und gut. Ich will die letzte Münze. Haben wir die schon? Ach, wir haben alle drei. Ich die ganze Zeit, hä? Wo ist denn die letzte Münze? Und, aber, wenn man das nicht macht, wenn man sich hier nicht duckt, kriegt man den Wundersamen nicht. Und dann fragt man sich um ihn, wo ist der Wundersamen? Steckt voller Überraschungen. Zum Beispiel ein plötzlicher Wachstumsschub. Nennt sich Pubertät. Okay. Fruchtzwerge. Ja. Ja. Hey, das lief richtig schön mit der Flagpole. Ist richtig aufgebounced und dann bam und dann zack und Combo, Wombo. Oh, das sieht voll creepy aus. Guckt ihn euch an, den Poplin. Ich will auf Dracula. Wieso sah das so creepy aus? Ach, guck. Perfekt. Der Screenshot. Für die, die nicht wissen, wo der Wundersamen ist. Cool, cool. Geil, geil, geil. Ach, das macht so viel Spaß. Ich weiß auch nicht. Mit Rolfs durch die Luft. Schon wieder Rolf-Level. Schwierigkeitsgrad 3. Ja, ob da was dran ist. Schauen wir mal. Mit Rolfs durch die Luft. Abzeichen wählen. Money, money, money. Makes so funny. Wenn ich Mann-Manns hab, dann geht's mir gut. Bisschen Mann-Manns. Ach, keine Ahnung. Die Abzeichen. Ich würde es cool finden, wenn man mal so ein vorgeschlagenes Abzeichen bekommt. So, das Abzeichen in Level ist besonders gut, so nach dem Motto. Hallo. Oh, hier wäre wirklich das Walljump-Abzeichen gut. Guck mal. Naja. Habe ich jetzt nicht. Oh, ist das assi. Ich muss gleich auf den bouncen, denn war es doch nicht assi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wie gemein. Das gibt's nicht. Oh,
Was ein Scheiß. Ey, ist das gemein. Ich liebe diese Hippos. Kinder-Hippo. Oh, die brauchen zwei Treffer. Hätte der jetzt aber nicht. Was mit dir? Brauche ich deine Hilfe? Natürlich. Viel Spaß, ne? Den Rest deines Lebens da eingequetscht zu sein. Das sieht doch sehr spaßig aus. Hey, wie kommen wir denn da hin? Ach, ich weiß schon wie. Erstmal wäre es cool, wenn du hier verschwindest. Guck mal. Ich bin fett. Was da eigentlich drin ist? Sieht aus wie so ein Luftballon, als wäre da Wasser drin. Wie so ein Dromedar. Mhm. Kommt jetzt zurück und jetzt. Flum! Das ist die erste Coin erst. Okay. Oh, ich liebe die Gegner. Ich hoffe, die kommen in einem anderen Mario-Spiel jetzt auch nochmal vor. Jawoll! Ich dachte, die hatten mir jetzt was Wichtiges zu sagen und dann nur. Jawoll! Geil! Mhm. Ich glaube nicht, dass es so intended war, aber ich nehm's. Wie gesagt, das skillloseste Mario Wonder Let's Play auf YouTube. Aber eins der lustigsten, hoffe ich. Jawoll! Tausendmal runtergeflogen und wieder hochgekraxelt. Jawoll! Das ist Skill. Aber wir bekommen richtig viel Cash jetzt. Finde ich gut. Okay. Oh Mann! Das war jetzt aber gemein. Das war richtig fies. Ja, stirb. Das wollen Schnecken, ey. Hä, hey, wie soll man da jetzt hinkommen? Der Level macht mir Angst, Mama. Der Level macht mir Angst. Ah, okay. Cool gemacht. Intelligent, clever, gut durchdacht. Ach, Mensch. Das ist übrigens ein neues Entwicklerteam. Sind nicht die alten EntwicklerInnen. Und deswegen sehen wir auch so viele neue Ideen. Wait. Denkt ihr das gleich, was ich denke? Erstmal verschwindest du. Hä? Sag nicht, braucht der Elefant dafür. Ich glaube, ich brauche den Elefanten dafür. Ich glaube, den kann man hier wegbauen. Und da ist ein Secret. Ja. Da brauche ich leider Elefanten. Den gab es hier, aber ich habe ihn leider verloren. Ja. Oh mein Gott. Cool versteckt. Kann man sich nicht beschweren, ne, Gast. Naja, die Sache ist ja klar. Doing! Flock! Und jetzt muss der andere auch noch reinfliegen. Nicht nach links schlagen, weil dann ist er weg. Das wäre nicht so cool. Chillig. Ich guck mal, ob hier noch ein Secret ist. Das würde mich nämlich interessieren. Okay. Naja. Also nichts Besonderes. Haha! Ach, wir haben schon alle drei Coins. Boah, der Level macht richtig Spaß. Ihr müsst wissen, ich bin ja mit einem CDI groß geworden. Das hat so richtig CDI-Vibes, weil da gab es echt Jump-Runs, die von unten nach oben gingen. Vor allen Dingen The Apprentice. Gilt auch als eines der besten CDI-Spiele. The Apprentice war auch so ein Jump-Run. Hotel Mario natürlich auch. Von unten nach oben. Ja, alle hassen Hotel Mario. Ich finde das super cool. Hat auch Spaß. Kinder, Happy-Po. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wohin. Was passiert hier gerade? Nicht zu voreilig ins Ziel laufen. Denn hier geht's nicht weiter. Die Party fängt gerade erst an. Boah, noch ein Checkpoint. Wir haben eben schon das Ziel gesehen. Und jetzt kriegen wir einfach einen Checkpoint auf den optionalen Weg.
Wie cool ist das damit schon? Es passieren so geile Interactions mit diesen Nilpferden. Ah, und hier ist die Wunderblume. Stimmt, die hatten wir ja noch gar nicht. Wow. Ja, wir brauchen eine Rakete, damit man so auch in den Weltraum gehen kann. Oh, andere Steuerung. Das erinnert so ein bisschen an Mario Land 2. Six Golden Coins. Ups. Six Golden Coins. Da gab es ja auch so ein Weltraum-Level mit Schwerelosigkeit. So ähnlich. Und der Soundtrack hat auch Vibes. Von Mario Land 2. Bloß nicht an die Nilpferde kommen. Oh, und das Crawling macht es auch nicht einfach. Mir wird schwindelig. Ach, das ist doch nur easy. Wenn du auf Kirmes in so einen wilden Karussell gehst, möchte ich ihn nicht erleben, Plauderblume. Ich kann es ja mitnehmen, ne? Ich habe ja die Plauderblume. Sternzeichen Nilpferd. Okay. Interessant, I guess. Nein, ich habe die Dinger nicht bekommen. Ich hoffe, das war nicht wichtig. Tschüssi. Oh, ist das süß. Echt coole Idee. Manche Wunderblumeneffekte fühlen sich an wie so ein Minispiel. Das hat sich angefühlt wie ein Minispiel. Nicht nur du. Ich doch auch. Puh. Und ich chill jetzt hier einfach. Okay. Ja, irgendwie machen die den Trip auch mit, ne? Die Wunderblumen. Okay. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Yes. Geiler Level. Jetzt kommt mein Lieblingslevel, wird das sein. Der hat's, weiß ich, der hat sich irgendwie geil angeführt. Nicht, dass die anderen Level nicht geil waren, aber der hat so was gewisse Etwas gehabt. Ich weiß nicht. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war mein Lieblingslevel. Bisher. Oh nee, ich spiele so langsam. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich habe schon wieder überzogen, weil ich so langsam spiele. Jetantrieb 1 beim nächsten Mal. Profi-Abzeichen. Das wird ja wild. Wir speichern. Und beim nächsten Mal gibt es dann den Abzeichentest mit den Jet-Abzeichen, was auch wieder so eine kleine Anspielung Donkey Kong ist. Was damit auf sich hat, finden wir beim nächsten Mal heraus. Deswegen, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!